Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines TMOG-Guide-Video präsentieren. Und zwar geht es heute um zwei, ja, mehr oder minder hidden TMOG-Teile, die wir hier nur mit einem Tauren kriegen können, beziehungsweise eins der beiden Teile kriegen wir sogar nur mit ein paar verschiedenen Klassen, die jeweils aber auch Taure sein müssen. Und zwar habe ich die schon einmal im Inventar. Wir haben hier einmal Bluthof-Totem der Ahnen und dann haben wir Macht des Ahnen. Und hinter mir seht ihr schon hier ein Begräbnis und ihr werdet es euch schon gedacht haben, das ist die Questreihe um hier unseren Bane Bluthof. Und dementsprechend beginnt das Ganze jetzt mit Patch 10.07 hier in Waldracken. Und zwar haben wir einen neuen NPC, der hier an dem Brunnen dran steht. Da beginnt diese Questreihe. Die könnt ihr mit jeglicher Klasse Rasse machen. Ich habe das auch mit meinem Ali-Druid als erstes gemacht. Dann kriegt ihr aber diese extra Belohnungen nicht. Das sind hier 15 Quests, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen, in den Ebenen von Onara. Und ganz am Ende habt ihr halt dieses kleine Begräbnis. Wenn ihr diese Quest mit einem Tauren macht, kriegt ihr zusätzlich mit jedem Tauren dieses Totem. Das ist quasi ein kosmetischer Rücken. Den können wir uns jetzt mal anschauen. Das ist hier dieses doppelte Totem. Sieht ganz nett aus. Und wenn ihr da noch zusätzlich eine Klasse habt, die einen Kolben tragen kann, einen Streitkolben, dann könnt ihr auch noch dieses Streitkolben-TMOG-Item kriegen. Aber da müsst ihr auch Tauren für sein. Also mit meinem Ali-Druid habe ich den Streitkolben hier nicht gekriegt und auch das Totem nicht. Ihr könnt es mit einem Horden, Horde müsst ihr auf jeden Fall sein, Taure oder Hochbergtaure machen. Und zwar Druid geht, wie es ich jetzt zum Beispiel gemacht habe. Dann Krieger geht auch. Deka soll gehen, Pala soll gehen und anscheinend auch Schamane. Ne? Beim Druid kann ich sicher sagen, weil ich eben beide Teile gekriegt habe. Jetzt können wir sie einmal lernen und eventuell auch mal T-Mocken. Ich habe jetzt hier dieses quasi Heritage Armor an. Da gibt es auch ein Totem auf dem Rücken, aber wir wollen jetzt natürlich das Doppeltotem haben. Und jetzt schauen wir mal, ob die Suchfunktion mal nicht buggt. Blut. Ah, da. Ach, die funktioniert mittlerweile sogar. Ich bin ja beeindruckt. Okay, dann können wir das, denke ich mal, auch hier gleich T-Mocken und uns anschauen, wie das dann zusammen mit dem Mock-Set aussieht. So, Moment. Jetzt schauen wir mal. Einmal die Waffe vielleicht als erstes macht. Ah, das ist ein Streitkolben, ne? Und was? Und dann haben wir noch den Rücken. Da haben wir da Blut. Halt, ich bin bei der Brust, ne? Das ist der Rücken. Blut, Huf. Ah, da haben wir's. So, die können wir mal beide mocken. Und dann schauen wir uns den schicken Tauren an. Ihnen mal vielleicht auch mal die Waffe. Und ihr seht, wir haben dann quasi dieses doppelte Totem hinten drauf, was sehr cool aussieht. Und zusätzlich haben wir dann noch das Totem in der Hand. Und das ist ein bisschen überdimensioniert, muss ich zwar sagen, aber es macht schon echt was her, auch mit der Ausrüstung, ne, vom Tauren. Ist schon ziemlich cool, genau. Und das wollte ich euch mal zeigen. Heißt, wenn ihr die Questreihe bis jetzt gemacht habt und diese Items nicht bekommen habt, dann schaut ihr mal, ob er vielleicht noch einen Tauren rumliegen hat. Im Optimalfall einen, der dementsprechend auch einen Kolben tragen kann. Und ja, dann einfach nochmal durch. Geht jetzt relativ schnell. Ich habe das jetzt auch mit einem nicht sonderlich gut equippten Twink, wie ihr seht, nochmal gemacht. Einfach, um die Belohnung noch freizuschalten. Gut, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Dann viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.